Sehr geehrte Frau Präsidentin, meine sehr geehrten Damen und Herren, zunächst möchte ich zu den Kolleginnen und Kollegen der Grünen sagen, also Artenschutz ist nicht nur dann toll, wenn die Tiere also schöne Knopfaugen haben und Federn oder so, sondern es gilt auch für den Aal und die Esche, um Ihnen das einmal zu sagen. Ich muss Ihnen sagen, also der Antrag, den Sie vorgelegt haben, der ist sehr gut. Wir werden diesem Antrag auch zustimmen. Und zwar aus folgendem Grund. Das ist exakt der Antrag, den ich und meine Fraktion 2011 hier eingebracht habe. Und Sie haben offenbar sehr gute Mitarbeiter, die das 1:1 unterschrieben haben. Also das spricht sehr für den Antrag. Daher werden wir ihn unterstützen. Worum geht es eigentlich in dieser Frage bei dem Kormoran? Ich möchte ein paar Zahlen vortragen. Also heute ist es so, dass von dem europäischen Aal, ein Wanderfisch, also nur noch 5% an den europäischen Küsten überhaupt ankommen, im Gegensatz zu den 70er Jahren. Das hat sehr viel mit der Glasaalfischerei zu tun, übrigens auch mit dem Klimawandel und anderem mehr. Aber es hat eben auch etwas mit dem Kormoran zu tun. Denn wenn man sich die Zahlen einmal anguckt, entnimmt der Kormoran 340 Tonnen Aal in deutschen Gewässern. Das ist in etwa so viel, wie die deutsche Binnenfischerei entnimmt. Und das ist ja wohl ein Problem. Darüber kann man nicht einfach hier so süffisant hinweggehen, meine Damen und Herren. Ich will zum Zweiten zitieren. In Thüringen gibt es eine Untersuchung über Thüringer Fließgewässer. Da muss einmal ein Kormoran, also Schwarm, einfliegen. Danach ist davon nichts mehr übrig. Über Teichwirtschaft, ein anderes Meer, möchte ich hier gar nicht sprechen, was das auch ökonomisch für diese Menschen bedeutet. Deswegen brauchen wir eine deutliche Bestandsregulierung. Der Kormoran muss bejagbar sein. Und ich will an dieser Stelle auch mich bei allen Anglerinnen und Anglern und den Fischereiwirten bedanken, ohne die es nämlich den Aal und die Esche gar nicht mehr geben würde in unseren Gewässern. Allerdings muss ich jetzt, danke für Ihren Applaus, nicht, dass er zu früh kam, ich will schon noch mal eins sagen, dass der Kormoranbestand heute so ein großes Problem für unsere Fischpopulation ist, das hat natürlich jetzt nun leider aber auch was mit Ihnen zu tun, denn Sie haben die letzten Jahrzehnte ja nun die Landwirtschaftsministerin hier gestellt in diesem Haus und Sie haben leider wirklich dazu gar nichts gemacht. Jetzt müssen Sie bitte zum Schluss kommen. Nichts tun, das wird nicht mal getoppt von der wirklich runtergerockten Bundesregierung, die wir haben. Trotzdem stimmen wir Ihrem Antrag zu, weil wir grundsätzlich gucken, Herr Kollege, kommen Sie bitte in dem zum Antrag Schluss. Und nicht von wem ist der Antrag. Und deswegen ist es heute, hoffe ich, ein Auftakt. Denn eins ist sicher, der Artenschutz endet nicht an der Wasseroberfläche. Vielen Dank.